Nachdem wir jetzt die Daten ausgegeben und konvertiert haben, geht es darum, diese Daten jetzt in Cinema 4D zusammenzuführen. Und ich habe das Programm schon mal geöffnet. In einem ersten Schritt wird es darum gehen, diese jetzt frisch erstellten DXF-Daten hier zu importieren. Dafür gehe ich auf Datei, Projekt öffnen und habe also schon die erste Angabe. Diese DXF-Datei würde diese also laden. Würde ich unter gleichen Namen öffnen, das ist kein Problem. Und was ich sehe, ist, dass ich sozusagen hier neben den DXF-Daten hier im Hintergrund eine große graue Fläche habe. Wenn ich über Tafeln, Ansicht 2, mir das Ganze von oben anschaue, dann sehe ich, dass die eigentlichen Gebäudedaten dort darunter liegen. Das heißt, ich wechsle über Tafeln, Ansicht 1, wieder zurück zur D-Ansicht und wechsle nun in den Polygonmodus. Im Polygonmodus, ich klicke im Objektemanager übrigens noch auf mein Polygonobjekt, wähle ich die beiden Polygone mit gedrückter Umschalttaste aus, diese großen Polygone, und mit Entfernen lösche ich diese aus meiner Szene. Wir sehen, dass hier in der Mitte noch ein kleiner Strich stehen geblieben ist. Den würde ich also nochmal einzeln anklicken und ebenfalls mit Entfernen aus meiner Szene entfernen. Nun habe ich hier vektorisierte Daten vorliegen. Was mir noch fehlt, sind die historischen Karten. Diese lade ich ein im Materialmanager als Bild und erzeugen. Materialmanager, neues Standardmaterial. Auf der rechten Seite erscheint im Attributemanager. Hier erscheinen die Eigenschaften. Ich klicke auf den Reiter Basis, entferne Farben und Reflektivität und aktiviere dafür Leuchten. Hintergrund ist, der Leuchtenkanal ist einer, der nicht beeinflusst wird von Lichtern und Schatten im Bild. Das heißt, der ist natürlich für solche Hilfsebenen, wo es darum geht, Grundrisse abzunehmen, gut geeignet, einfach weil er nicht auf Licht oder Schatten reagiert und immer gleichermaßen hell und sichtbar ist. Ich klicke auf diesen Reiter Leuchten und über Textur, Bild laden, lade ich mir jetzt als erstes die Datei in meine Szene, wo die Grundrisse, die jetzigen Grundrisse hinterlegt sind. Das muss ich nicht bestehe oder hier kann ich Nein auswählen, sonst wird also noch eine Kopie der Datei angelegt. Jetzt muss ich die Bilddatei in meine 3D-Szene noch übernehmen und dafür benötige ich also eine Hilfsebene. Unter Erzeugen, Grundobjekte, Ebene kann ich mir also eine solche Ebene einfügen und ich klicke einmal auf das Material im Materialmanager, halte die Maustaste gedrückt und ziehe die Maustaste oder ziehe das Material mit gedrückter Maustaste auf diese Ebene. Hier kann ich jetzt loslassen und sehe, dass das Material darauf appliziert wurde. Ich zoome ein bisschen ran an meine Szene jetzt. Das kann ich mit dem mittleren Mausrad tun. Und hier oben im rechten Bereich kann ich also meine Ansicht etwas drehen, dass ich mir das Ganze jetzt etwas anschaue. Eine Sache, die ich hier schon sehe, ist, dass das etwas verzerrt ist. Das ist jetzt also quadratisch. Die erinnern sich vor uns im GIS-Programm. Das hatte also eher eine leicht rechteckige Form. Wenn ich jetzt also auf die Materialeigenschaften nochmal klicke und auf den Leuchtenkanal, hier ist er schon ausgewählt, sehe ich hier die Auflösung. 6191 x 6826. Der Ebene übernehme ich diese Daten. cm. Und damit habe ich jetzt erstmal eine Proportionalität in meiner Szene. Eine Sache, die ich hier schon sehe, ist, und zwar, dass das Bild, wenn ich jetzt also das Bild entsprechend vergrößert habe, sehr, sehr verwaschen aussieht. Das hängt damit zusammen, dass die Editorauflösung zu gering ist. Hierfür muss ich also nochmal im Materialmanager auf das Material klicken und im Reiter Editor
Texturvorschaugröße statt der voreingestellten Größe hier eine größere, höhere Auflösung wählen. Ich nehme diese 8192 Bildpunkte, klicke das an und jetzt sieht das also schon deutlich besser aus. Was uns immer noch fehlt, ist hier eine Maßstäblichkeit dahinter. Und das mache ich darüber oder diese stelle ich darüber ein, indem ich also auf die Ebene gehe. Und jetzt habe ich also hier eine Breite 6191 cm mal 6826 cm. Hierzu müssen wir wissen, das sind natürlich jetzt eigentlich nicht wirklich reale Zentimeterangaben, sondern das sind Pixelangaben, die wir ja direkt aus dem Bild übernommen haben. Was wir gemacht haben, ist das Bild im Maßstab 1 zu 1000 mit einer Auflösung von 100 Dots per Inch, also Punkten pro Zoll, auszugeben. Und diese letzte Angabe, DPI, ist also eine Angabe, die aus der Druckgrafik stammt, die auch so aus dem Amerikanischen auch von den Maßeinheiten her stammt. Und die bedeutet, dass alle 2,54 cm 100 Bildpunkte gesetzt sind. Das heißt also, wenn wir hier 6191 Bildpunkte haben und diesen Wert durch 100 rechnen, dann sind das 61,91 mal 2,54 Zentimeter an Fläche, also 157,251 Zentimeter ist sozusagen die Druckgrafik als solche groß. Und bei der Tiefe machen wir das gleiche jetzt. Wir rechnen also durch 100 Bildpunkte pro 2,54 Zentimeter und das gleiche dann wieder mal 2,54, um hier also eine Maßstäblichkeit zu erhalten. Sie haben schon eine Sache gesehen. Ich habe diese Werte direkt hier im Fenster eingegeben. Das ist das Schöne an Cinema 4D, dass man hier also direkt auch Rechenoperationen ausführen kann. Nun haben wir die Größe der Bilddatei. Allerdings haben wir vor uns ausgegeben, dass diese Bilddatei natürlich im Maßstab 1 zu 1000 ausgegeben wurde. In einem nächsten Schritt geht es jetzt darum, dieses Projekt nochmal zu skalieren. Und hier gehe ich auf Bearbeiten, Projektvoreinstellung und wähle als Projektskalierung statt Zentimeter Meter. Wenn ich nun auf die Ebene schaue, sehe ich, dass sich also das Ganze entsprechend schon vergrößert hat. Wir haben also hier jetzt eine Größe von 15.000 Zentimetern mal 17.000 Zentimeter. Was wir jetzt hier noch tun müssen, also die Skalierung von Zentimetern in Metern, hat den Faktor 100 vergrößert. Und im nächsten Schritt, wir hatten ja als Maßstab 1 zu 1000 ausgewählt, müssten wir also beide Werte noch mit 10 multiplizieren, um hier reale Angaben zu erhalten. So groß würde jetzt also unser Bild aussehen. Was wir jetzt hier schon sehen, ist, dass dieses andere, das Vektorlayer, dass das also deutlich größer ist. Wenn ich hier jetzt rauszoome, dann sehen wir, dass es also sehr viel größer dargestellt wird. Was wir jetzt hier machen würden, wäre dieses Vektorlayer auf die Größe unserer Bilddaten anzupassen. Und das Vektorlayer als solches ist nicht wirklich maßstäblich, beziehungsweise maßstäblich für uns nicht nutzbar. Das heißt, wir würden jetzt hier diese Bilddatei als eine Referenz nutzen. Und als nächstes in eine Ansicht von oben wechseln. Das mache ich über Tafeln, Ansicht 2.
zoomen wir hier mal ein bisschen raus, dann sehen wir in der Mitte unsere Bilddatei, die wir haben, und außerhalb dieses Vektorlayer. Das, was ich als erstes machen würde, ich sehe jetzt auf dieser Bilddatei selber nicht die Größeninformationen oder nicht die eigentlichen Bildangaben. Das heißt, ich würde hier auf die Ebene nochmal klicken, mit der rechten Maustaste auf im Objektemanager klicken und hier ein sogenanntes Render-Tag hinzufügen, und zwar das Darstellungstag. Wenn ich hier also einmalig draufklicke, erscheinen hier unten im Attribute-Manager einige Angaben dazu. Und hier muss ich ein Aktivieren setzen vor dem Shading-Modus. Und der besagt, dass also hier das Grow-Shading in dem Fall aktiviert wird und hier das Ganze in einem solchen Grow-Shading angezeigt wird. Das zweite ist, dass ich jetzt dieses Vektorlayer skalieren muss. Und hierfür gehe ich als erstes in einen anderen Modus. Jetzt ist also noch der Polygon-Modus ausgewählt. Ich wechsle also in den Modell-Bearbeiten-Modus. Ich klicke einmal hier drauf, klicke im Objekte-Manager auf mein Vektorlayer und gehe hier auf das Skalieren-Werkzeug, klicke also in meine Szene beliebig erstmal und würde jetzt hier die Skalierung verkleinern. Man sieht hier sozusagen erstmal noch nicht viel, aber man sieht hier oben rechts einen kleinen Wert, der mitläuft. Ich würde mal 8% auswählen. Warum habe ich das getan? Einfach um die Größe anzupassen, und jetzt zoome ich mal ein bisschen raus. Man sieht hier mit diesem blauen Pfeil, das zeigt an, wo dieses Layer zu finden ist überhaupt. Ich kann das also auch so machen, dass ich hier auf Ansicht auf Geometrie, auf selektiertes Objekt zoomen gehe. Und ich würde im Verschieben-Werkzeug, wir sehen, diese Position ist jetzt sozusagen ein sehr großer Wert, den würde ich jetzt hier erstmal auf 0 setzen. Ansicht, auf selektiertes Objekt zoomen, gehe ich also wieder hier hin und sehe, dass mein Objekt immer noch deutlich zu groß ist. Das heißt, ich klicke hier nochmal drauf auf das Vektorlayer, gehe auf das Skalieren-Werkzeug und skaliere jetzt das Ganze entsprechend kleiner. Jetzt sehen wir, dass wir in Größenverhältnisse kommen, die halbwegs passen. Ich mache jetzt hier mal, habe jetzt mal aufgehört kurz, um diese beiden Layer aufeinander anzupassen. Und eine gute Möglichkeit, um jetzt weiterzugehen, ist als erstes einmal die Achse hier zu verschieben. Das heißt, hierfür gehe ich auf den Achse-Bearbeiten-Modus, gehe auf das Verschieben-Werkzeug und setze die Achse auf einen dieser Eckpunkte hier. Zoome ich ein bisschen ran, so in etwa. Ganz wichtig, jetzt diesen Achse-Bearbeiten-Modus wieder deaktivieren. Das, was wir als nächstes machen, ich verschiebe mal meine Ansicht ein bisschen. Sie sehen, dass diese Achse in etwa oder Ebene etwa dieser im Hinter oder dieser Fläche im Hintergrund entspricht. Und dafür setze ich also jetzt diese beiden Ebenen erstmal übereinander. Das heißt, hier setze ich den Punkt ziemlich genau auf diese Stelle. Und was wir jetzt hier sehen, das ist vor allen Dingen in den Extrembereichen ganz gut sichtbar, also hier hinten, dass es im Moment noch nicht ganz übereinander sitzt. Das, was ich hier tun werde, ist also nochmal über das Verschieben-Werkzeug zu gehen und über das Verschieben-Werkzeug jetzt das Ganze etwas zu vergrößern, bis diese Flächen gut übereinander sitzen. So in etwa. Ich wechsle zurück in die
In das Verschieben-Werkzeug, Verzeihung, über das Skalieren-Werkzeug habe ich natürlich den vorherigen Schritt gemacht und habe jetzt also meine Vektordaten in meiner Szene, habe jetzt meinen Plan in meiner Szene, allerdings diese Bildplandatei mit den schon hinterlegten Grundrissen aus der jetztzeitigen Darstellung. Was ich jetzt noch benötige, ist eine Darstellung, wo also nicht diese modernen Gebäudedaten hinterlegt sind. Und diese hole ich mir wie folgt in meine Szene. Ich gehe in den Materialmanager und halte einmal die Kontroll- oder Steuerungstaste gedrückt, klicke auf das Material mit der Karte und ziehe dieses ganz nach rechts. Was jetzt erscheint, ist sozusagen so ein kleines Plus. Wie gesagt, noch immer habe ich die Kontrolltaste gedrückt. Wenn ich das loslasse, habe ich direkt eine Kopie eingestellt. Hier im Leuchtenkanal, ich habe also diese Kopie ausgewählt im Materialmanager, und hier im Leuchtenkanal kann ich über Textur Bild laden. Jetzt meine zweite Karte laden. Nein, die muss ich nicht übernehmen. Und das ist also eine Karte, in der diese Grundrisse nicht auf der Karte abgebildet sind. Und das, was ich jetzt tue, ist, diese Karte auf die Ebene zu ziehen. Und zwar genauer gesagt mit gedrückter linker Maustaste ziehe ich diese im Objektemanager auf die kleine Voransicht hier dieses sogenannten Material-Tags. Und das lasse ich jetzt hier los. Und damit sehen wir, was passiert ist, nämlich der Hintergrund meiner Karte hat sich verändert. Und ich habe jetzt also hier eine Karte hinterlegt, die nur die historische Information als historische Information enthält.